Ach ja, die Brätche war gut. Ab geht's. Brädel, Elmar hier übers Feld. Auf geht's, lauf hinne. Ja. Hey, du sollst nicht drauf meinen Hintern gucken. Doch, bitte ich um, du Sau. Er ist immer noch hinter mir. Ab drauf mit mir. Oh. Ah. So, ich muss erstmal zum Hänger fahren. Ich bin voll. Das, ich höre schon. Boah, Alter. Ja. Ich muss gerade mal was drosseln hier. Eieiei, das geht ja gar nicht. Ich glaub, das Grubbern ist Chris nicht gekommen. Der hört sich kränklich an. So. Er will bloß blau machen. Mach voll die Scheiße. Alter, ich höre den Mähdrescher. Gar nicht wahr, der ist leise, der schnurrt. Natürlich schnurrt er. Du sollst immer noch die Kopfhörer rausmachen. Nein. Das zählt nicht. Wir brauchen neues Saatgut, ne? Das reicht nicht fürs ganze Feld. Ja, Dodo kann ja nachher mal vielleicht, wenn ich mal Zeit habe, mal die Insel ein bisschen erkundigen. Du wirst vielleicht wahrscheinlich eher Zeit haben. Vielleicht finden wir ja noch was. Meinst du, Almosen von den Einwohnern? Was ist denn heute los? Er brettert hier mit 12 km/h drüber. Ja, weil ich ein bisschen dran geschraubt habe. Ah ja. Wo du so krank warst, willst du halt mal kurz mal ein paar Schrauben angezogen, weil die waren welche lose. Und frisches Öl aufgekippt. Also, solange ich nicht in Flammen aufgehe, ist alles okay. Nee, nee. Aber dann werden wir mal wieder. Ja, nee, Leute, ihr müsst wissen, für euch ist das ja ein bisschen... Wir nehmen ja jetzt hier nicht alles auf mit unserer GoPro. Lag jetzt 2 Tage im Krankenhaus, weil ich mir während dem Grubber auf dem Trecker war, da hat der keine Kabine, so wie der Fendt hier, da habe ich mir eine kleine Erkältung zugezogen. Die ist dann so weit ausgeartet, dass ich mit Luftnot im Krankenhaus biegen musste. Weichei. Selber Weichei. Ja, ja. Da musste der arme Chris erstmal vom Pfleger Harald gepflegt werden. Ja, ja. Das Witzige ist, da arbeitet die Ärztin in dem Krankenhaus von meinem Hausarzt. Also die Frau von ihm arbeitet dort. Hat sie gesagt, ich soll ihm schöne Grüße ausrichten. Hast du gesagt, was gibt es dafür? Besseres Essen. Ja, sie hat mir ihre Brüste gezeigt, das hat mir gereicht. Oha. Ja, ja. Deswegen bist du wieder so schnell gesund. Ja, ja. Kenn ich. Brüste bewirken Wunder. Ja. Sehr gut. Ja, Dodo kennt sowas nicht. Ey. Ich sehe Mike seine immer. Das reicht. Ja. Davon habe ich ein XXL-Bild extra in die Küche jetzt gehangen. Naja. Hast du an die Bar gehängt? Ja. Lange lagst du jetzt so eine 2 Tage oder was? War ja. Von Dienstag früh ab 0 Uhr bis heute um kurz vor 12, glaube ich. Hast du schön, schön am Tropf gehangen? Ja, aber nur am Dienstag, als ich ankam und heute. Schön Flüssigkeit den Körper zugeflößt. Ja, allerdings hat die mir das schön auf den Handgelenksknochen gepiekst, ne? Kann ihm andere Flüssigkeit noch zuführen. Das heißt, ich konnte die Hand nicht mal ordentlich bewegen. Ja, du sollst das Ding nicht bewegen. Ja, nee, das habe ich sowieso nicht. Höchstens mal, wenn ich auf Klo gehen musste. Oder? Wenigstens ein Zimmer gehabt? Nur für den ersten Tag. Ich habe das letzte Zimmer gekriegt. Okay. Und am zweiten Tag hattest du dann 50 Leute in. Nein, da hatte ich noch einen dazu bekommen. Der kam dann, am Mittwoch früh, so gegen 0 Uhr, kam der dann rein, weil der noch ein neuer Patient kam und die hatten keine freien Zimmer mehr. So ein älterer oder auch ein Jungscher? War ein älterer. Der kam wegen Schluckbeschwerden ins Krankenhaus. Okay. Also er hatte richtig Schmerzen beim Schlucken. Das höre ich für meine Ex-Freundin auch noch. Na denn. Solange sie dafür nicht ins Krankenhaus muss? Ja, doch. Einmal. Einmal? Danke. Bitte? So. Medizin nehmen? Nee. Ich nehme keine Medizin. Nee? Nee. Ich habe nur neue Spray gekriegt. Mit Cortison. Das ist doch Medizin. Ja, aber das muss ich auch
eigentlich müsste ich das nicht nehmen, aber es hilft halt nochmal ganzen Viren anzugreifen. Zu vernichten. Vernichte dich gleich. Muss ich zweimal täglich zwei Hübe nehmen. Okay. Morgens und abends. Das Spray hatte ich damals auch schon. Ah. So, fällt bald die Schaft, Jungs. Was gut ist, die Pizza ist gerade fertig geworden. Sehr gut. Deswegen. Kleine Piccolinis. Piccolinis gehen immer. Salami, Schinken. Margarita. Mit Schinken und nur Käse drauf. Also vier Käse. Also Margarita. Nee, vier Käse heißt die Pizza. Warum seid ihr jetzt immer so schnell beide? Weil ist wahrscheinlich jetzt alles wieder übertrocken. Oh, da hat Dodo gefuscht. Oh, weia. Ich seh dir aus meiner dreckigen Kabine. Oh. Ja, die Karre sieht aber auch aus. Junge. Da, wo Chris beim letzten Mal gesagt hat, er kommt den Hügel nicht hoch, schießt sich jetzt hier mit fast über 15 hoch. Ja, weil jetzt alles trocken ist. Ja. Oh, lol. Da war über Nacht noch Restnässe drauf. Restfeuchte, bitteschön. Ja. Bin auch immer feucht. Glaube ich dir. Die Feuchtigkeitscreme reicht da manchmal gar nicht mal mit aus. Da soll was anderes helfen. Als männliche Transe musst du dich ja auch immer schminken, ne? Warum guckst du in deinen Rückspiegel dafür? Ja, ich muss ja auch sehen, dass ich hier ordentlich sehe. Ist doch nichts. Ja, stimmt wohl, was alles staubig hier hin. Heute wird das Feld fertig. Wupp. Wo steht eigentlich der Hänger? Hier unten. Da oben steht er. Das ist oben und nicht unten. Für mich ist das hier jetzt unten. Nein, das ist oben. Zur Hauptstraße ist oben. Das verstehen die Wessis nicht. Wenn ja kein Konsum. Kann ich auch nicht. Oder ein Wegestützpunkt. Wieso steht hier eigentlich mitten im Nirgendwo ein Werbeschild? Ja, die machen Werbung. Ja, aber mitten im Nirgendwo, wo eh keiner langfährt. Doch, wir. Ja, aber uns juckt das ja nicht. Aber da gehen sie bestimmt spazieren. Da sagst du, dass das uns nicht juckt. Nachher sitzt Kevin eine Dreiviertelstunde davor und guckt sich das Werbeschild an. Ja, da lässt sich schön die Sonne auf den Bauch scheinen. Ich glaub nicht, dass Kevin so beschränkt ist. Der hat mir vorhin eine Nachricht geschrieben. Der kommt erst in 2 Wochen. Ah ja. Ja. Sehr gut. Der hat sich so gedacht, ach, die scheiß Arbeit hier, das lass ich mal den Dödels machen. Ich komm später wieder dazu. Hast du eigentlich mal auf das Werbeschild geguckt, was da drauf ist? Der sieht doch nichts. Das kann ich von da auch nicht sehen. Das ist nur eine Anzeige, dass da die Baumschule ist. Du mit Werbung. Ist ja trotzdem Werbung. Heutzutage ist alles Werbung. Anhänger ist voll. Sehr gut. Wer Lust hat? Ja, erledige ich. Oder Chris macht das ja schon. Das werde ich jetzt damit auch schieben können. Weil letztes Mal hat es ja nicht funktioniert, weil es noch zu nass war. Ja, mal schauen. Ja doch, geht einfacher von der Hand. Ja? Oh, ja. Siehst du. Aber ich bin noch nicht übers Feld gefahren. Nee, ich glaube, dann lass dich mal wieder da unten stehen, wenn du wieder zurückkommst. So, wie sieht's denn aus? Gucken wir mal, wenn Formel 1 wieder anfängt. Guck mal ein bisschen Formel 1 auf der Couch, wenn wir hier nicht mehr so viel zu tun haben. Ja, wenn das Feld eh wachsen muss, hört sich Formel 1 sehr gut an. Sehr gut. Also ich setz auf McLaren. Die werden die Season dieses Jahr richtig gut fahren. Ja, da ich hab gehört, da soll irgendwie so ein blöder Fahrer diesmal fahren. Also ich hab gehört, Red Bull soll gut sein. Da soll ein großer Schlanker jetzt mitfahren. Gut aussehender. Der soll so windschnittig sein, weißt du? Ja, echt? Ja. Okay, dann können wir ja wetten. Was hältst du davon? Oh, was willst du denn wetten? Wetteinsatz. Also, wie wollen wir die Wette aufbauen? Du aber sagst, Red Bull gewinnt? Also ich sag, Red Bull ist auf jeden Fall vor McLaren. Vor McLaren? Ja. Oh, okay, dann machen wir das so. Voreinander, ja? Ja. Okay. Also du bist safe vor McLaren, sagst du? Ja. Okay, und ich sag's andersrum. Ich bin, McLaren ist safe vor Red Bull. Okay. Mit Teamwertung oder ohne? Ja, ohne, würde ich sagen. Ohne, also nur die reine Einzelwertung von dem einen Fahrer. Ja. Okay. Dann sage ich, dadurch, dass du ja gerne Casino zockst, 5 Kisten. Okay. Also mit Öffnung. Mit Öffnung? Mit Öffnung.
Also der Verlierer muss 5 Kisten öffnen. Der Verlierer kriegt von dem... Also der Verlierer muss dem anderen 5 Kisten mit Schlüssel geben. Ach, mit Schlüssel auch noch? Ja, natürlich. Oder halt nur die Schlüssel. Okay. Also nur die Schlüssel. 5 Kisten, also 5 Schlüssel. Bin ich dabei. Okay, sehr gut. Also ich empfehle euch, die Hauptstraße zu nutzen, wenn ihr den Hänger wegbringt. Du fährst gerade den Hügel mit 2 km/h hoch. Ja, ich bin auch eben schon sehr lahmarschig gefahren. Also wenn du Anschwung hast, dann geht das noch. Also mit Anschwung fährst du jetzt 10 km/h. Hast du zugehört, Junge? Ja, habe ich. Kommst du schon wieder zurück oder bist du gerade am Unterhof? Nee, ich musste gerade meinen Sound einmal reparieren. Mein Walkman hat nicht mehr funktioniert. Du wolltest ja kein neues Nokia-Mikrofon. Nee. Da muss ich noch eine halbe Runde fahren. Ich habe Angst, dass mir das auf den Boden fällt. Und die halbe Erde zusammenkracht, oder was? Ja, genau. Hattet waren früher stabile Handys. Und Akku hat gehalten. Ja, 3 Wochen. 4, 5 Tage. Ich weiß noch, eine SMS, 29 Cent. Konntest du... Einmal aufs Internet rücken. Nee, du wolltest einen Euro wartet und 99 Cent, dann konntest du 100 SMS am Tag umsonst schreiben. Und einmal aus Versehen aufs Handy, auf den Internetknopf drücken, ne? Ja, dann hast du so oft das Rote gespammt. Ja, Panik lief los. Ja, war noch schöne Zeit. Waren kostspielige Zeiten. Ja, immer angepumpt wegen neue Karte. Brauchen wir wieder 15 Euro. Aber ich muss sagen, hat bei mir lange Zeit nur eine 15 Euro Karte. Lange? Ja, da ich ja nie telefoniert habe, nur SMS. War ja nicht so der Telefonierer. Ja, ich hatte damals schon eine Flat. Ja, du bist doch jung. Dodo ist genauso jung. Dennoch 93%. Ja, ich fliege. Wo fliegst du denn hin? Auch noch auf die Malediven.